Unsere kleine Überraschung, das Double mal mit Jennifer bekannt zu machen, fand das Management weniger witzig. Gestern Nachmittag in West-Berlin. Michael Jackson hütet noch seine Diplomaten-Suite im Hotel Interconti. Müde vom Bummel durch Schloss und Zoo. Im Osten, aber auch das Fernsehen warteten vergebens vor dem Hotel Interconti. Der Superstar benutzte den Lieferanteneingang. Rund 100 auserwählte Journalisten wurden per Bus auf das Reichstagsgelände gefahren. Hier die geheimnisumwitterte Bühne von der Seite. Von vorn durfte sie, selbst leer und dunkel, nicht gefilmt werden. Keine Bühne. Keine Bühne und nicht mehr da ist in diesem Bereich. Vor dem Konzert 20 Minuten Auslauf für die Presse. 50.000 warteten geduldig auf den Megastar mit Macken. Wer kann seine Macken ausleben? Die Operation davor, also 1984, war am besten. Also mich interessiert nur die Musik, was andere an dem Typen merke ich gar nicht. Ein bestimmtes Getränk beherrschte bildbestimmend den ganzen Platz. Die Konkurrenzmarke durfte hier gar nicht auftauchen, geschweige denn verkauft werden. Nur eine Dose passierte ungehindert die Kontrollen. Da müssen die strengen Bewacher wohl mal nicht aufgepasst haben. Auch außerhalb des Geländes wollten fast 10.000 Fans Michael zumindest hören. Friedliche Bilder vor altem Kriegsgerät. Ein Blick über die Mauer. Genossen in Zivil verstärken die Grenzpolizei. Menschenmengen hüben wie drüben. Im sogenannten Unterbaugebiet am Brandenburger Tor ging's zu, fast wie auf dem Kurfürstendamm. Amtlicher Tor. Wieder gab es Festnahmen und massive Behinderungen westlicher Journalisten. Hinter dem Brandenburger Tor auf Ostseite hielten sich zeitweilig 5.000 Menschen auf. Dabei kam es zu schweren Zwischenfällen. Westliche Korrespondenten wurden bei dem Versuch, die Ostfans zu filmen, von DDR-Sicherheitsorganen tätlich angegriffen und mit schmerzhaften Elektrisiergeräten traktiert. Mindestens 30 jugendliche Fans wurden festgenommen. Inzwischen sind zahlreiche Proteste beim Ostberliner Außenministerium eingegangen. Vor dem Reichstag rockt inzwischen Kim Wilde im Vorprogramm zu Michael Jackson. Das vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Bildmaterial hat leider erhebliche Mängel. Ab 20 Uhr durfte die englische Rocklady Kim Wilde die Menge vorheizen mit eigenen Hits wie Kids of America. Immer noch warten auf den Superstar und darauf, dass es dunkel wird. Endlich nicht vollen Platz, wollte der Funke nicht recht überspringen. Wagemutige kletterten sogar aufs Dach der Kongresshalle, um Michael zu lauschen. Und dann kam er. Der Power von 800.000 Watt. Startete der Superstar seine zweieinhalbstündige Show. Dieses vom Management zur Verfügung gestellte Filmmaterial ist leider nicht von bester Qualität. Aber auch live schien Jackson etwas atmen. Um 20 nach 9 tanzt er auf die Bühne. Leider auch hier Michael mit Mängeln in Bild und Ton. Begeisterte Fans, mittlerweile sind es 10.000. Stimmlos und stimmlich schwach. Daran konnten auch 120 Lautsprecher wenig ändern, die den Sound weitonen. Nach Fernostaustralien und Amerika stürmt der Superstar jetzt die alte Welt. Zum ersten Mal. Und schrien Michael, Michael. Und dann erschien er. Für eine Gage von 1 Million Mark rockte er vor dem Reichstag. 17 Hits ertönten aus 120 Lautsprechern. Mit den Tiergarten trugen. Schon 40 Minuten nach Konzertbeginn öffneten sich die Tore. Wer 52 Mark gezahlt hatte, musste sich wohl ganz schön geärgert haben. Diana, sein neuester Hit. Und wie ist Michael als Chef? Ja.
Er präsentierte ein Potpourri alter und neuer Hits, tanzte und agierte unermüdlich zu Stücken, die er schon als Teenie mit der Jackson-Familie gesungen hatte, bis zu modernen Songs und Choreografien wie dieser hier. Dirty Thriller unter 2500 Scheinwerfern und einer Power von 800.000 Watt. Wie alte Dinge. Das taten übrigens auch viele, die Michaels perfekte, musikalisch und optisch beeindruckende Show unterm Strich etwas zu cool und mechanisch fanden. Beste, was wir hier gesehen haben. Gut, ja, aber zu viel Pepsi. Wie fandet ihr das Konzert? Super!